Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratuch, beim Clan. Ja, ich bin gar nicht der Toto, sondern ich bin mit dem Avatar hier unterwegs. Im Clan Helga, das habt ihr sicherlich am Wochenende gesehen, dass ich ab und zu auch mal auf mein Rathaus 10 geswitcht habe, also auf den Rathaus 10 Account von Avatar. Und ich bin jetzt schon ein bisschen länger hier. Ich habe es also, ja, ich halte das ja nicht geheim, aber ich hatte irgendwo noch nicht so den richtigen Zeitpunkt gefunden, mal so ein bisschen was aus diesem Clan hier zu zeigen. Und im Livestream vom Samstag, den verlinke ich euch übrigens in der Infokarte und auch am Ende einmal. Also wer verpasst hat, kann die 2,5 Stunden sich gerne nochmal antun, beziehungsweise mal nachschauen, wie der Toto denn eigentlich so livestreamt. Und ab und zu habe ich ja mal hier reingeswitcht. Wir haben also schon eine Masse an Angriffe hier gesehen. Aber wir sehen hier den Rathaus 9er, den Natu, auf den, ja, kleinen NG-11er hier. Ja, wir wollen mal hoffen, dass diese Geschichte mit diesen NGs dem nächsten Ende hat. Also zumindest, wenn man neu beginnt, beziehungsweise etwas beginnt, muss man ja demnächst auch hier im Tagdorf, also im normalen Dorf, die ganzen Gebäude gebaut haben, die man für die nächste Rathausstufe braucht, also genauso wie im Nachtdorf. Und ich hatte ja auch schon, glaube ich, im Stream gesagt, beziehungsweise im Video davor, dass ich das sehr, sehr gut finde. Aber dennoch hier Hut ab. Ich meine, die Base ist jetzt von der Rest-Dev bis auf die X-Bögen und die Teslas nicht wirklich Rathaus 10, 11. Aber dennoch ballert hier ja doch schon ein bisschen mehr. Und ihr seht, so richtig viele Truppen gibt es hier auch nicht mehr. Jetzt sind da noch ein paar Skelette auf den Hawks und der King. Okay, er ist jetzt nur Level 8. Trotzdem macht er ein bisschen Schaden. Riesenbombe da noch. Und dann haben wir aber nur noch da hinten Kanönchen. Und wir haben hier außen noch ein paar Valkyren, die immerhin auf Level 4 sind. Also auch gar nicht mal so schlecht. Das Rathaus haben jetzt die Bogenschützen gemacht hier. Und die machen jetzt auch die paar Skelette hier von dem Golem weg. Die Valkyren haben sich jetzt erstmal des Kings entledigt. Und jetzt sind es auch nur noch zwei Gebäudchen. Beziehungsweise zwei Defensivgebäudchen. Dann ist das auch Geschichte hier gewesen. Also ein paar nette Angriffe haben wir hier gehabt. Haben wir aber auch, wie gesagt, gesehen im Livestream. Ich hatte so ein bisschen gezeigt. Habe ja auch einen Angriff live gemacht. Der war jetzt so nicht ganz so gut. Also mit 2 Sternen und etwas über 90% war mein erster Angriff nicht ganz so gut. Aber wir gucken mal weiter. Nehme ich mit dem Hau drauf hier. Ein Dip auf von 10 auf 9. Also auf, nee, stimmt gar nicht. Ist gar kein Dip, sondern ist 10 auf 10. Allerdings ist der 10er hier auch ein NG-10er. Also keine Inferno-Türme. Dennoch recht starke Luftabwehren und Luftangriffe sieht man ja im RH10-Bereich. Finde ich zumindest auch im Engineered-Bereich nicht wirklich häufig. Mal gucken, wie der Haut drauf das hier gemacht hat. Einige heißen hier so wie der gleichnamige oder wie überhaupt die Figuren aus dem Comic Häger. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Den gibt es wirklich schon sehr, sehr lange. Ist schon sehr, sehr alt. Und ich weiß aber, dass zum Beispiel hier in der örtlichen Zeitung gibt es immer auf der letzten Seite immer eine kleine Häger-Story. Und ist immer so ein bisschen witzig, so kleine Anekdoten. Ich hätte mal fast gesagt aus dem Leben. Und gefällt mir aber nach wie vor ganz, ganz gut. Ich bin hier ganz nett aufgenommen worden und hatte eigentlich bis dato zwar nur gesagt, ja, ich mache ein paar Videos, aber ich habe jetzt nicht gesagt, ich bin der Toto und mache immer YouTube-Videos und gucke meinen Channel oder so ein Mist, sondern ich habe einfach nur gesagt, ja, habt ihr was dagegen, wenn ich mal was zeige? Und dann hat sich ja doch der ein oder andere dann tatsächlich bei mir im Stream hier verirrt, auch aus diesem Clan hier. Fand ich natürlich wirklich, wirklich gut. Da hat er mal einer genau oder etwas genauer zugehört oder hat mich gekannt, keine Ahnung. Aber ich fand es richtig nett, muss ich sagen. Und deswegen, cooler Angriff hier mit Drachen, gar nicht mal so übel. Babydrachen noch dabei, okay. Ja, kann man mal machen. Ich bin wirklich gespannt auf die Rathaus 10er Angriffe. Ich gehe mal in der Woche auf die Balanceänderung übrigens erst ein. Das habe ich am Wochenende auch nur angeschnitten und ihr seht das hier, wir haben 88-82 auch gewonnen, diesen Clankrieg. Ich will jetzt nicht sagen, es ist deutlich, aber haben wir diesmal ganz gut gemacht und endlich mal wieder verdient gewonnen, denn ich werde euch das gleich einblenden. Die Durchstrecke war hier schon enorm. Das hält mich nicht davon ab, hier Clankriege mit den Leuten mitzuspielen, die oder in dem Clan, wo ich zurzeit bin. Denn auch dort gebe ich immer, ich gebe immer so ein bisschen das, was ich kann. Also mein
eigentlich mein Bestes und habe mir hier gedacht, ich gehe mal mit der Riesenheiler-Kombi so ein bisschen aus dem R9-Bereich hier rein. Riesenheiler, Bowler und dann mit Hocks, denn die sind bei mir immerhin schon auf 6. Das ist nicht schlecht hier mit 26 Hocks hier. Komme jetzt doch noch ganz gut in die Mitte hier rein. Bekomme noch die Queen. Das ist ja eigentlich mal bei den Hock-Angriffen so ein bisschen das Ziel. Queen muss einfach weg sein. Habe jetzt hier ein bisschen Pech mit der einen Riesenbombe außen. Und aber auch hier, ich habe keine Infernos zu befürchten. Wenn sie denn auf Single sind, müsst ihr euch auch nicht vorfürchten mit Hocks auf Level 6. Also auch dort, auch in solche Bases breche ich gerne ein. Mit Multi-Infernos sieht das schon ein bisschen anders aus. Demnächst machen sie auch mehr Schaden. Also Multi- und Single-Infernos werden demnächst wieder so ein ganz kleines bisschen eine Schadensanhebung sehen. Das sind natürlich alles Änderungen aus den Balanceänderungen, die so ein bisschen zum Rathaus 12 hinzielen. Das heißt also, damit die unteren Rathäuser jetzt nicht ganz so schwach werden, denn 12 wird ein starkes Rathaus. Das wissen wir alle selber. 12 wird ein starkes Rathaus. Und alle Elber kriegen jetzt schon die Krise. Oh, ich habe gerade alles Max und bin eigentlich zufrieden, dass ich jetzt endlich 11 bin, so wie ich ja auch mit meinem großen Account. Und jetzt kommt 12 und jetzt muss ich mich wieder gegen 12er rumschlagen. Also ich werde immer gedreiert von den 12ern. Das wird nicht so sein. Also es wird, ich hoffe, diese Balanced-Änderungen werden auch wirklich balanced sein. Das heißt also, die gesunde Mischung, entschuldigt bitte, die gesunde Mischung wird Supercell da sicherlich wieder finden zwischen ausbalanciertem Clankrieg und ausbalanciertem Dorf, wo man nicht so zack, zack, mal eben 3 Sterne holt, so 12 auf 11 holt immer 3. Das ist ja jetzt auch nicht so, 11 auf 10 holt nicht immer 3, das haben wir hier auch miterlebt, werde ich euch gleich auch zeigen. Und aber dennoch, denke ich mal, haben wir hier diesen Sieg endlich mal verdient mitgenommen. Ich habe es den Leuten wirklich so gegönnt und der Gegner hatte so viel NGL, war mehr. Es war schon so ein bisschen erschreckend. Wir haben ein paar Angriffe haben wir schon gesehen. Nicht vom Meisen, sondern vom Gladiator, glaube ich, hatten wir gesehen. Wir haben den Angriff von Heger. Das ist unser Namensgeber hier des Clans gegen die Nummer 5. Ihr habt es ja schon gesehen, das wird ein 3-Stern. Ich wollte das jetzt nicht ganz so in die Länge ziehen. Ich weiß, das Ergebnis am Ende ist natürlich immer netter als das Ergebnis mittendrin. Aber ich will einfach ein bisschen quatschen. Und deswegen nehme ich auch mal wieder volle Pulle hier am Stück auf. Also ähnlich wie im Stream. Und es hat mich auch wirklich gefreut. Ich habe es ja im Video vorher auch angedroht bzw. angesagt. Ja, ich mache wieder ein bisschen was live. Und hat, glaube ich, es war in Ordnung. Also ich habe mich absolut wohlgefühlt wieder bei euch. Und es war wieder eine überschauliche Zuschauermenge dabei. Es war eine überschauliche Zuschauermenge dabei. Und viele, viele, die ich schon kenne, die mich kennen, beziehungsweise die genau wissen, so ein bisschen so wie ich ticke. Aber es gab auch ein paar neue. Das hat mich natürlich super gefreut. Ich hoffe, ihr bleibt so ein bisschen bei mir am Ball bleiben. Und denn ich bin ja jetzt nicht so einer, der hier die ganze Zeit Update-News rausbringt, weil ich sie natürlich auch nicht vorher mitbekomme, als dass die anderen YouTuber sie rausbringen. Also vor allen Dingen mein netter Freund, der Olli, der Skylife COC. Die gucke ich auch wirklich sehr, sehr gerne, wenn ihr die News raushaut, was es denn Neues gibt. Dann finde ich nach wie vor, ist er einer, der es einfach gut rüberbringt, der es gut erklärt, sachlich erklärt, auch verständlich erklärt. Und schreibe ich ihm auch immer über die sozialen Medien, dass was er macht, auch mir gefällt. Also auch mir als eigentlich harten Spieler hier als YouTuber gefallen die Sachen, die andere YouTuber machen, gar keine Frage. Und das ist auch teilweise sehr gegenseitig so. Also schönes Ding hier von unserer Nummer 1 auf die Nummer 5. Da fehlt auch noch ein Stern. Und auch wenn wir hier weiter nach oben gehen, auch hier hat der Heger nochmal gnadenlos zugeschlagen. Hier oben wurde es dann schon ein bisschen schwerer, muss man dazu sagen. Denn hier oben, ihr seht das selber, ab hier oben 2 und 1 hat ein Adler. Und gerade mit dem Adler wird das Ganze dann, sieht das Ganze ganz, ganz anders aus. Auch da bin ich gespannt, denn ich gehe jetzt schon so ein bisschen auf die Balanceänderung ein. Der Adler wird auf Golems auch kein Dreifachschaden mehr machen. Also demnächst werden wir wahrscheinlich im High-End-Level-Bereich, also 12, 11, 10, wieder vermehrt den Golem sehen. Denn man muss sich nicht mehr fürchten, dass der den
Ultraschaden macht. Ich meine, das war dem Papa hier jetzt egal, denn er hat keinen Golem dabei. Das heißt also, hier wirkt der normale Schaden von der Adlerartillerie und da darf niemand großartig vor Angst haben. Klar, die macht noch eine Masse Flächenschaden, das ist überhaupt keine Frage. Aber gerade wenn man mit Golems unterwegs ist und der Golem kommt ins Visier der Adlerartillerie, dann ist das immer, sind das zwei, drei Schuss und dann ist der Golem wirklich hin, denn dann macht er wirklich enorm Schaden. Gar keine Frage, ist die stärkste Defensivwaffe, die hier ein Rathaus Elver hat. Und deswegen überlegt man natürlich immer, nehme ich einen Golem mit, nehme ich Riesen mit. Der Papa hat sich hier ein bisschen für Riesen entschieden, Bola Hexen. In der Mitte lebt leider immer noch der Drachen. Das ist sehr unglücklich, muss ich sagen. Also der hat wirklich sehr, sehr lange überlebt. Auch den Angriff, glaube ich, habe ich noch gar nicht gesehen. Och, guck, habt das gesehen? Die Hexe hat es gerissen. Ja, auch die Hexe wird ja nochmal genervt. Was heißt genervt? Sie bekommt etwas mehr Schaden. Im Moment macht sie ja, sie macht Schaden, aber eher moderat. Ihr Schaden wird in jedem Fall angehoben. Und dafür spawnt sie dann ein Skelett weniger. Also ein Skelett weniger. Und auch da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Wir haben ja im Live-CK auch Angriffe mit Level 1 Hexen gesehen und haben gesehen, Donnerwetter, auch Hexen auf Level 1 können richtig gut durchgehen hier. Gut gesetzt, gut geschützt. Skelly ist immer voran, Hexen immer schön weit dahinter. Dann läuft das hier auch mit den Biestern. Aber hat er hier gut gemacht, glaube ich, der Papa. Trotzdem nochmal viele Prozente hier, 2 Sterne im absoluten High-End oberen Bereich hier und aber wie gesagt, ich bin so ein bisschen, ich bin wirklich, ich war richtig froh, dass wir das hier kompensiert haben, denn ich habe erst so ein bisschen die nicht so tolle Brille aufgehabt, habe nämlich gedacht, oh Gott, der Gegner hat, ich glaube, die hatten 10 Elver mehr oder so, aber alles NG-Elver. Ihr wisst, so ein NG, der hat zwar dann ein paar Helden, also mit Warden und hat dann aber in der Regel nur ein oder zwei Truppen, mit der er überhaupt angreifen kann, also so Drachen oder Lavahund Loons als Max-Truppen. Und ja, da bist du natürlich so ein bisschen darauf angewiesen, dass du genau die Truppen auch nimmst. Und wenn die Base so gar nicht passt, dann nimmst du trotzdem diese Truppe, weil es ist deine Max-Truppe. Und nichts anderes gilt dann. Ich sehe gerade, dem Papa ist hier nur die Zeit ausgelaufen. Aber super Angriff hier. Und warum das so ist, das seht ihr so ein bisschen an meiner Defense. Ich habe es erst gar nicht gereilt. Irgendeiner hat gesagt, am Ende mal wieder AFA, hast eine coole Base. Ihr seht das, 90% hat meine Base maximal kassiert und 6 Angriffe hat sie standgehalten. Also das ist mal wieder richtig krass. Da waren ein paar NGL war dabei mit genau diesen eben angesprochenen Max-Truppen. Und ich habe mich gefreut hier. Es freut mich auch weiterhin, denn ich werde in diesem Clan erstmal bleiben. Aber ich werde nicht am CK teilnehmen. Das seht ihr hier einmal. Ich bin auf Rot gestellt und hier habt ihr auch mal kurz die Clan-Tech. Wir sind im Moment pickepacke voll. Also es ist ein aktiver War-Clan. Es sind rund um die Uhr hier Leute. Ein bisschen, so ein bisschen ist das auch unheimlich. Aber es gibt hier ein paar Legendenspieler, die haben natürlich Dauerlupe etc. Und ihr seht das hier. Das ist ein sehr, sehr alter War-Clan schon. Eure Anfrage wurde abgelehnt, dann versucht es ruhig im Tochterclan. Es gibt hier ein paar Regeln, allerdings gab es diese Regel für mich nicht. Ich bin hier reingekommen, weil ich abends mal Truppen geschnurrt habe und dann hat mal einer gefragt, was bist denn du für einer? Habe ich gesagt, ich bin der und der. Und dann hieß es auch nur, machst du Clankrieg mit, ja, ich bin grün, alles klar. Punkt. Ja, was ich ja nicht so mag, das wisst ihr selber, sind so Clanregeln, so 30 Seiten Clanregeln, erstmal lesen, akzeptieren, 15 Probeangriffe und immer gut benehmen und erstmal ab 3000 Spenden kannst du dabei sein. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier bin und noch froher bin ich natürlich über den Lot, den wir hier reingeholt haben, denn ich konnte mir jetzt die 129.000 erstmal für den King gönnen und ihr seht das hier in der Treasury, da gab es natürlich auch mal richtig was, das hole ich hier raus, denn der nächste Bonus steht schon an hier mit dem Sternebonus, der dazu kommt. Ich denke mal, ich muss jetzt noch zweimal im Event angreifen. Auch das habt ihr ja am Wochenende so ein bisschen mitbekommen. Wir haben ja, ich glaube, wir haben ein neues Event. Ja, wir haben ein neues Event, nämlich das mit den Riesen. Also noch zweimal hier angreifen und dann ist das gewesen. Ich hoffe, die Folge hier von dem schrecklichen Jäger hat euch trotzdem gefallen nach dem Livestream-Video. Ich werde das am Ende auch nochmal einverlinken. Also, wenn ihr nochmal Bock drauf habt, 2,5 Stunden mit mir so ein bisschen live. CK live farmen und auch ein bisschen Chat, dann sieht man ja auch ein bisschen. Dann guckt euch das ruhig an. Wer bei mir neu ist, lasst mir ruhig ein Abo da, habe ich nichts dagegen.
Bis dahin, euer Toto. Clasht.